Herzlich willkommen zu meinem Video zu diesem speziellen Instrument, dem vierventiligen Flügelhorn. Das vierte Ventil ist ein Quartventil. Normalerweise glaubt man ja, dass das Flügelhorn mit dem vierten Ventil eigentlich nur eine Gelegenheit ist. Das heißt, ich benutze das als ein Ersatzventil, als Hilfsventil, ja, oder auch als Gelegenheitsventil. Das mag an Piccolo-Trompeten, die ein Quartventil haben, sicherlich richtig sein, weil die ja ohnehin so hoch sind, dass man in der Tiefe einfach eine Erweiterung braucht. Ich begreife das vierte Ventil allerdings als ein vollständig verwendbares Ventil über den gesamten Tonumfang des Instrumentes. Ich habe ja schon für den Bassbereich mal angespielt, wie sich das anhört. Das geht ohne Quartventil überhaupt nicht. Aber es gibt noch andere Bereiche, in denen das vierte Ventil sehr, sehr, sehr nützlich ist. Es gibt zum Beispiel eine Trompetensonate von Halsey Stephens. Falls man sie mal noch nicht gesehen hat oder noch nicht gehört hat. Da ist der letzte Satz mit einem Triller komponiert worden, den man auf der Trompete mit D, S, 1, 2 trillern muss. Das klingt dann so. Nun hat der Komponist einfach komponiert und nicht darüber nachgedacht, wie lässt sich das eigentlich spielen. Das Problem ist, bei 1 und 2 ist ein lautes Geräusch zu hören. Auf einer Aufnahme wird man das natürlich nicht hören, aber vielleicht im Konzert. Natürlich wird auch kein Profi, der das spielt, da Probleme mit haben. Technisch ist das ja machbar. Aber es ist immer noch ein schlechter Griff, weil ich gleichzeitig das erste Ventil runterdrücken und loslassen muss, während ich das zweite genauso runterdrücken und loslassen muss. Das ist also denkbar ungünstig. Schlecht wäre ja auch Ass B zum Beispiel und andere Griffe. Das ist den Trompetern ja meistens bekannt. Nun kann ich mit dem vierten Ventil einen Spezialgriff benutzen, um zum Beispiel diesen Triller in diesem Stück komplett zu ersetzen. Das sieht dann so aus und klingt entsprechend. Und ich habe die Wahl, den Triller auch mit dem anderen Ventil zu machen. Das liegt dann ganz bei mir. Ich kann also entweder mit 1 trillern oder ich kann mit dem vierten Ventil trillern. Das ist nur eine der Möglichkeiten, wo ich neue Griffmöglichkeiten schaffe, die es ohne das Quartventil überhaupt nie gegeben hatte. Es geht weiter über Spezialeffekte für die vielleicht neue Musik, Plopptöne. Da wäre normalerweise bei der Trompete Schluss und jetzt kann ich mit dem Quartventil das Ganze noch weiter nach unten absenken. Ja, das Ganze auch mit der Hand und so weiter. Es geht also auch mit dem Quartventil weiter runter. Ich gewinne 5 neue Töne. Und außerdem kann man nun auch bei sämtlichen Griffen über den gesamten Tonumfang Mikrotöne spielen, die es ebenfalls vorher auf der Trompete so nicht gegeben hatte. Zum Vergleich spiele ich sie nochmal. Die fangen bei der Trompete ja eigentlich erst ab der Mittellage an. Wir kennen das, wir können das dritte Ventil als Ersatzventil verwenden für 1 und 2, aber nur rechnerisch. Musikalisch ist das immer ein bisschen unterschiedlich. Deswegen intoniert man entweder nach oder nimmt sie eben tatsächlich nur als Ausweich-, Ersatz- oder Hilfsgriffe. Aber wenn wir nun mal in der neuen Musik sind oder Komponisten Mikrotöne brauchen, kann man nun auch diese Töne absichtlich gezielt anspielen. Ein paar zum Vergleich. Und so weiter. Je höher man kommt, desto mehr Mikrotonmöglichkeiten habe ich da. Es sind aber immer noch nur 3 Ventile. Das heißt, ich habe weniger Möglichkeiten als auf dem Flügelhorn, wenn ich da ein Quartventil dran habe. Zumal ich auch ja im Bassbereich gar nicht spielen kann und da überhaupt gar keine Möglichkeiten habe. Dann nehme ich mir mal das Flügelhorn. Da fange ich mal in dem Bereich an zu spielen, der bisher für die Trompete nicht möglich war. Musik
So, um das mal als ein kleines Klangbeispiel zu zeigen. Es wird ein eigenes Video geben, nur für Mikrotonalität und Mikrotöne. Es gibt einige verdiente Leute im Internet, die haben das schon auch experimentell gut erarbeitet für sich. Es gibt aber noch nicht wirklich eine Systematik, die aber notwendig ist, gerade für die Komponisten, weil man nicht sagen kann, so und so groß muss der Mikroton sein, bitte spielen, sondern man hat eben nur technisch bedingt ganz bestimmte Griffe, die in meiner Tabelle, ich zeige sie mal, vorhanden sind. Andere kann man eigentlich nur mit Nachintonation spielen. Also so sieht diese Tabelle aus. Deshalb ist es nicht möglich zu sagen, ich teile nun die Oktave in so und so viele Halbtonschritte, in so und so viele Mikrotöne und die sind so und so groß. Das funktioniert alles nicht so genau. Die Möglichkeiten, auch Tremolo-Griffe einzusetzen, sind auf dem vierventiligen Flügelhorn um ein Vielfaches größer als nur auf der dreiventiligen Trompete. Damit ich nicht immer eine Trompete spiele, nehme ich jetzt mal ein dreiventiliges Flügelhorn. Und erfahrenen Trompetern ist das auch bekannt. Ich kann manche Griffe eben so ersetzen, dass ich einen sogenannten Klangfarb- oder Timbre-Triller spielen kann. Irgendwann gibt es Gabelgriffe oder andere technische Schwierigkeiten, auf die ich dann aber zu sprechen komme in dem Video, das sich speziell diesen Mikrotönen dann widmet. So, und dann habe ich hier die Möglichkeit, mit dem vierten Ventil einfach noch viel mehr Töne zu ersetzen, zum Beispiel das A. Das C zum Beispiel hat unten auch einen Ersatzgriff. Den hat normalerweise ja kein Instrument. Und so gibt es dann eine Vielzahl an Griffen, die ich tatsächlich in der Tabelle mal nachsehen kann, um zu erfahren, welche Tremolo-Griffe dann möglich sind. Es gibt auch an wenigen Trompeten ein Quartventil. Nun muss man dazu sagen, das sind auch Spezialkonstruktionen, die eigentlich nicht in Serie gehen. Ein Quartventil an einem Flügelhorn ist eher schon mal ein Serieninstrument, weil es ja mehrere Firmen gibt, die das eingebaut haben. Bei der Trompete ist das aber weiterhin sehr, sehr, sehr selten. Deswegen darf man nicht erwarten, dass man auf einer Trompete ein Quartventil benutzt wie auf einem Flügelhorn. Weiterhin kann ich auf einer Trompete den ersten Naturton nicht spielen. Ich muss da also überlegen, naja, was bringt dieses vierte Ventil an einer Trompete? Im Wesentlichen alles das, was oberhalb dieses ersten Naturtons auch für das Flügelhorn gilt. Da kann ich nämlich auch die Mikrotontabelle oder auch die Grifftabelle, wie ich sie erarbeitet habe, verwenden, um dort jeden kleinsten Mikroton auch mal zu spielen. Man muss halt wissen, es ist eingeschränkter als bei dem Flügelhorn, weil ich da ja immer den ersten Naturton spielen kann. Wir haben gehört, dass man mit dem vierventiligen Flügelhorn auch recht gut, wenn man es geübt hat, im Bassbereich auch spielen kann, wo die Trompete gar keine Chance hat. Dann kann man sich mal überlegen, naja, es gibt ja auch Basstrompeten. Dazu ein paar Gedanken. Die Basstrompete ist meines Wissens früher mal von, ich glaube sogar Richard Wagner, angeregt worden zu erfinden. Im Einzelnen ist das zwar nicht so wichtig, entscheidend ist aber, dass diese Erfindung an sich schon sehr alt ist. Man wollte ja einen Trompetenklang haben, aber im Tiefenregister oder im Bassregister. Ein Flügelhorn klingt nun mal nach Flügelhorn, das ist ja Sinn der Sache, dass man ein eigenes Instrument hat. Trotzdem ist die Basslage ja präsent und man braucht kein anderes Spezialinstrument, denn eine Basstrompete besitzt normalerweise kein Mensch privat. Wenn sie im Orchester mal verlangt werden sollte, es gibt fast keine Orchesterwerke dafür, dann bedient man sich an Instrumenten aus dem Fundus, den das Orchester selber hat. Der Orchester-Profi-Trompeter greift dann also auf dieses Fundus-Instrument zurück und lernt dann speziell für dieses Werk diese Passage, die da zu üben ist. Das ist auch nicht so ganz richtig, denn eigentlich kann eine Basstrompete nur durch das große Mundstück bedingt von einem Posaunisten gespielt werden. Das alles kann man sich mehr oder weniger sparen, wenn man, ich will nicht sagen Klangeinbußen hat, aber wenn man die Klangfarbe des vierventiligen Flügelhorns
haben möchte oder da nichts gegen hat. Dann kann man einen Trompeter eben auch bitten, pass auf, vierventiliges Flügelhorn. Ich wünsche eben auch ein paar Basstöne. Ich spiele sie jetzt nochmal an, damit man sich das nochmal klanglich gut vorstellen kann. Trompete geht bis Fis runter. Und ich kann jetzt zur Überbrückung noch ein paar Töne dazwischen spielen und dann kommt die Basslage. Die klingt dann so. Ja, ich brauche also überhaupt gar kein anderes Instrument. Ich muss keinen extra Musiker dafür einsetzen, der in dieser Lage überhaupt spielen kann, weil jeder Trompeter eigentlich in der Lage sein kann, Basstöne auf dem vierventiligen Flügelhorn zu spielen, wie eben auch ohnehin schon auf dem dreiventiligen. Wichtig ist zu wissen auch noch, ein Flügelhorn gehört ja eigentlich nur in einem Bereich zur professionellen Musikausbildung. Das ist der Jazzbereich. Wer also Jazztrompete studiert, kriegt automatisch Pflichtinstrument Flügelhorn. Es gibt ja berühmte Flügelhornisten, oder gab es, Kenny Wheeler beispielsweise. Die haben sich wegen des Klangs vollständig auf das Flügelhorn eingelassen, hier und da auch mal Trompete gespielt. Und insofern muss sich ein professioneller Jazztrompeter ohnehin früher oder später ein Flügelhorn kaufen. Wenn, dann am besten eins mit vier Ventilen, ich sage es ja immer wieder gerne, weil man dann eben den Bassbereich endlich nutzen kann. Endlich nutzen kann, ganz deutlich gesagt. Das heißt, früher ging das gar nicht, weil ich nur 7 Töne hatte und mit Quartventil habe ich nun eine komplette Oktave.